Hey, hey Leute! Willkommen zu Adventure Capitalist. Hier ist John. Capitalists oder Capitalist? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ist auch egal. Das ist ein kleines, aber feines, ja, manche würden sagen Facebook-Spiel oder ähnlich wie ein Facebook-Spiel. Worum es genau geht, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich einfach nur darum, dass man unheimlich viel kauft, ein bisschen rumballert und irgendwelche Sachen kaputt macht und Kohle verdient, Sachen kauft und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So, ich klicke auf die Zitrone, so wie er das hier will. Jetzt habe ich ja eine Zitrone. Click the lemon oil progress bar to start. Habe ich. Würde ja gerne mal anfangen. Now you can afford another lemonade. Stand by it. Aha. Gut, dann kaufe ich den. Keep going. Those lemons won't smell. Okay. Achso, jetzt kann ich einen weiteren bauen. Ich wundere mich, weil hier... Ach, hier gibt's auch Adventures, okay. So, muss ich mir jetzt weitere... Wie viele von diesen Dingern muss ich jetzt eigentlich kaufen? Okay, ich mache hier ein bisschen Kohle, aber ich weiß nicht, wie viel ich davon kaufen soll. Newspaper Delivery. Ach so, man muss sie wohl erstmal so lange ausdrücken. Jetzt können wir noch einen kaufen. Langsam wird es mehr Kohle. Okay, ich verstehe langsam, worauf das Spiel hinaus will. Ah, alles klar. Time to diversify. Purchase this paper route. Mache ich. Okay, das dauert schon ein bisschen länger. Ja, das ist schon relativ witzig. Ich würde gerne mal sehen, was der andere Kram ist. Aber wir machen das jetzt erstmal so weit hier, bis der Kollege wieder auftaucht. So, jetzt also noch einen weiteren kaufen. Ich gehe mal davon aus, dass es am Ende immer länger dauert. Offensichtlich. So, ich kaufe noch einen Stand. Obwohl, nee, das ist ja kein Stand, das ist ja sozusagen die Route, wo ich die Zeitung austrage. Ich kaufe noch einen. Oh, Autowäsche hätte ich kaufen können. Gut, wir kaufen mal ein, zwei hier. So, jetzt aber Autowäsche. Die Frage ist, wann bin ich an dem Punkt, wo ich hier den Charakter sehe und steuern kann, weil irgendwie... Wurde ja noch angezeigt, dass man hier springen und schießen muss und so weiter und so fort. Tired of pressing buttons, hire a manager to do it, alles klar. Gut, dann macht er immer die Limonadenstände. Den kann ich mir noch nicht leisten. Okay, dann weiß ich aber jetzt Bescheid. Oh ja, so geht's weitaus schneller. So geht's weitaus schneller. Was hat der andere gekostet? 15.000? Ich glaube, das waren 15.000. Ich will gerade Kohle, ich kann gerade nichts weiter kaufen. Aber ich kaufe mir noch eine Route. Und noch eine. Und noch eine. Das Blöde ist, jetzt fällt mir auf, man kann nicht mehrmals einen für 1.000 kaufen, sondern wahrscheinlich je nach Geschäft. Also nach Größe des Geschäfts und ich sag mal, Einnahmen und Gewichtigkeit sind auch jeweils wohl die Manager dafür vorgesehen und dann muss man halt mal den teureren kaufen. Das heißt, ich glaube mal, der für die Zeitung würde jetzt 15.000 kosten und der für die Autos dann, was war das, 20? Ach, keine Ahnung, gucken wir gleich nochmal. So, ich kaufe jetzt noch eine Autowaschanlage. Der macht aber richtig schnell Kohle hier, muss man sagen. Ich kaufe einfach noch so einen Zitronenstand und noch einen. So, ich guck mal kurz nochmal, was die Manager kosten. 15.000. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen Kohle machen. Ich kaufe jetzt erstmal so viele Stände hier, bis die Einnahmen richtig explodieren. Hier kann man kaufen. Ich schätze mal 25, 24, 25. Oh, ja, das sieht man. Das geht richtig ab jetzt.
Ja, so macht das doch Spaß. Ja, Adventures kann ich wahrscheinlich noch nicht launchen hier. Zwischendurch wird der Typ wohl wieder auftauchen und dann werden wir es so machen, wie er sagt. Wir werden uns an ihn halten. Ich glaube, ich muss erstmal Kohle machen, indem ich überhaupt welche verkaufe hier. Ich kaufe einfach mal ein paar mehr Stände. Dann gibt es nämlich auch mehr Geld. So, jetzt sind wir bei 1000. Pro Route, die er dann abgefahren ist, gehe ich mal von aus. Das sieht ja schon gestört aus, irgendwie, wie die Kohle hier reinrattert. Verstehe ich auch, warum hier solche Preise zusammenkommen. Denn wenn man, je mehr man hiervon hat, wird man natürlich auch dementsprechend schnell wie die Kohle einnehmen. So, ich bin gleich bei 15.000, da warte ich auch noch jetzt. Guck mal, das mal hier weiter. Was ich mir diesen Manager leisten kann. Das sollte in 3-4 Sekunden soweit sein. So, jetzt kommen wir in uns. Piu piu. So, er macht das jetzt fertig. Swags and Stats. 1000 Dar. Wie auch immer das heißt. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Welche Statistik. So, wir kaufen jetzt weiter hier, bis er automatisch anfängt. Jo, verdoppelt. Alles klar. So, jetzt sollte auch recht schnell wieder die Kohle reinfahren. Reinflattern hier. Was kostet denn der nächste Manager? 100.000! Okay, gut. Ich glaube, da lasse ich mir... Also, da spare ich mir jetzt erstmal den Lieferservice. Sondern werde warten, bis... ich das hier alles kaufen konnte. Ich habe jetzt schon 38.000, das ist ja Wahnsinn, wie die Kohle reinknattert hier. Okay, ich kaufe jetzt erstmal weiter Stände. So, jetzt mache ich das selber mit den Autowischen hier. Ja, also bisher muss ich sagen, ist eigentlich recht unterhaltsam, kurzweiliges Spiel. Wer so auf Wirtschaftssimulation steht, da gibt es ja noch diese Browserspiele, Capri Regnum. Das habe ich vor Jahren mal gespielt, aber richtig intensiv. Wo man die ganze Zeit, das ist ja so mittelalterlich angehaucht, wo man die ganze Zeit Sachen produziert und dann verkauft auf den Märkten und all solche Geschichten. Und das hat mir immer Spaß gemacht. So, wir haben gleich die, jetzt sollten wir, yep, den Manager einstellen können. Das geht ja recht fixiert. So, ich warte nur kurz, bis ich hier das komplett jetzt ausbauen kann. Ich sag jetzt mal ausbauen. Vielleicht habe ich das jetzt falsch gesagt. Ist doch auch vollkommen egal. Ich kaufe hier einfach... Ich mache sowieso ein paar 1000 im Sekundentakt hier. Das trifft sich natürlich ganz gut. Weiter kaufen, 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 kaufen. Oh. Jetzt muss ich kurz warten. Kaufen. Kaufen. So, eins geht's noch. Eins geht's noch, dann lerne ich vielleicht auch mal ein bisschen Deutsch sprechen. So, alles klar. Wie die Kohle reinknattert hier, Wahnsinn. Ja, schon unterhaltsam. Kann man nicht meckern. So, wir kaufen uns den Pizzalieferdienst. Ich mach's jetzt so, ich kaufe einfach nur die Stände. Und den Donut Shop, den kann ich auch schon kaufen. Was kostet der nächste Manager? 500.000. Alles klar. Mach ich klar hier. Kaufen, kaufen, kaufen. Wieso steht hier, dass ich noch einkaufen könnte? Ach, das geht auch! Das wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich darüber hinaus auch kaufen kann. Okay, wir kaufen einfach mal noch eins. Jetzt bis 30 voll. Da gibt's Upgrades. Ich klicke gleich rauf. Was für Upgrades gibt's denn hier? Okay, verdreifachen sich die Cash Upgrades. Angel Upgrades, für was soll das sein?
Da warte ich ehrlich gesagt, bis ich mir das leisten kann. Also, ich kaufe erstmal die normalen Dinger hier. Diese Schirme und die lustigen Zeitschriften dann. Oh, ich stehen geblieben. Hier. Ach, da habe ich ja schon. Okay, wir machen überall 35 jetzt erstmal. Was wollte ich denn? Pizzastände wollte ich kaufen. Mayo gleich. Ja, ich denke, so mache ich das. Ja. Freier Wille. Das ist Marktwirtschaft hier. Kapitalismus in Reinform. In Reinkultur, so heißt das richtig. Ach, mein Deutsch. Gib mir Deutsch, bitte.